Hallo und guten Morgen, ich bin es Gesche, ich bin ja Ökologin und Künstlerin und darum wollte ich heute kurz etwas über Bestimmungsliteratur erzählen bzw. über Bestimmungsliteratur von Gefäßpflanzen. Also, es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten. Das eine sind solche hier, das ist das, was blüht da auf Französisch, also so Bildbände mit schönen Illustrationen, die sortiert sind grob nach Farben, also weiße Blüten, gelbe Blüten, rote Blüten, da kann man es sehen, und nach Blütenform, also 4 Blütenblätter, 5 Blütenblätter mit einer Spiegelebene, irgendwie asymmetrisch. Da gibt es einmal dieses, was blüht denn da, das ist die französische Version, aber die deutsche gibt es natürlich auch, oder den BLV-Pflanzenführer zum Beispiel, auch hier nach Farben sortiert. Und innerhalb der Farben nach Blütenform. Das ist tatsächlich auch das, mit dem ich als Kind bei meinen Eltern zu Hause bestimmen gelernt habe. Also die meisten Pflanzen, die ich halt vor dem Studium kannte, habe ich mit so einem Buch bzw. mit dem deutschen Was blüht denn da gelernt. Und dann gibt es noch eine andere Sorte Bestimmungsbücher, wo ich dann im Studium mit angefangen habe. Und das sind welche mit so einem botanischen Bestimmungsschlüssel. Wenn man die aufschlägt, sehen die ganz langweilig aus. Weil, auch wenn es gibt zwischendurch ein paar Zeichnungen, hier sind zum Beispiel ein paar Zeichnungen von Knöterichblättern und Samen, weil man das letztendlich durchgeht wie so ein Choose-Your-Own-Adventure-Buch. Man fängt, wenn man schon die Gattung kennt, zum Beispiel Rumex, bei Rumex an und dann hat man da zwei, ist jetzt natürlich gespiegelt, aber dann hat man da zwei Möglichkeiten, zwei Merkmale, eins und ein Sternchen und je nachdem, was zutrifft, wird man dann weitergeschickt zur 2 oder zur 18 und dann fusselt man sich so durch und hat am Ende ein Ergebnis. Begleitend dazu gibt es im Übrigen auch einen Atlasband. Der sieht schon sehr benutzt aus. Das Buch ist etwas neuer, weil, das erzähle ich gleich nämlich noch, da sind Neophyten noch mit drin. Eine neuere Ausgabe, das ist eine ältere Ausgabe. Aber da sind wunderschöne detaillierte Zeichnungen drin, mit wo jeweils auch die wichtigsten Angaben gemacht werden. Die Größe, wichtige Merkmale und so weiter. Und natürlich ist dieser botanische Bestimmungsschlüssel sowie der Atlasband nach den Pflanzenfamilien und nach den Gattungen sortiert. Das ist der große Unterschied zwischen diesen Bestimmungsbändern, wo es auch verschiedene Ausgaben von gibt. Ich bevorzuge den Rotmaler, aber es gibt natürlich auch andere. Das ist der große Unterschied zu den botanischen Bestimmungsschlüsseln, zu diesen Bildbänden. Dass die hier erst nach Farbe sortiert sind, dann nach Blütenform. Aber sagen wir, du hast eine Blüte gefunden, eine gelbe Pflanze gefunden mit 5 Blütenblättern. Dann blätterst du die halt durch und du hast hier Königskerzen, aber auch Schlüsselblumen, aber auch Hahnenfußgewächse, aber auch, wie heißen das, Rosengewächse. Drin, wie Nelkenwurz oder so. Also es ist innerhalb von dem Gelben jetzt nicht sortiert. Das heißt, das ist nämlich der Krux an der Sache. Die sind toll für Einsteiger. Ich habe da, wie gesagt, auch mit angefangen. Aber man kann damit sehr schlecht seine Fähigkeiten vertiefen und verbessern. Weil man halt nie lernt, was sind die Merkmale von bestimmten Pflanzenfamilien und von bestimmten Gattungen. Richtig gut bzw. auch schnell vor allen Dingen wird man halt in Pflanzenbestimmung, wenn man die Merkmale von den Pflanzenfamilien kann und dann auch von den häufigen Gattungen. Das ergibt sich praktisch durch Übung, durch immer wieder Bestimmen mit diesem Schlüssel oder so einem Schlüssel, der Schmalfitschen. Die Biologie an der Uni Münster wollte immer den Schmalfitschen und die Ökologie, in der Ökologie haben wir immer mit dem Rotmaler gearbeitet. Also das, Wenn man mich jetzt praktisch irgendwo in Südfrankreich auf eine Wiese lassen würde, dann sind da andere Arten als die, die hier bei mir in Norddeutschland wachsen. Aber die sind ja alle verwandt genug miteinander, dass ich halt auf einen Blick eigentlich sehe, das ist aber eine Fabaceae und wahrscheinlich ist das eine Gattung, das ist wahrscheinlich ein Medicago. Also ich weiß gar nicht, ist Medicago Hopfenklee? Also auf jeden Fall eine Kleeart innerhalb von diesen Schmetterlingsblüblern. Und das kann ich schon erkennen und dann brauche ich in meinem Bestimmungsbuch, das jetzt von Deutschland, aber wenn ich jetzt einen Bestimmungsschlüssel von Südfrankreich hätte, hier liegen hätte, den gibt es tatsächlich, Helvetica heißt das, glaube ich, dann.
Dann kann ich da gleich zu der Familie gehen oder zu der Gattung gehen und brauche nur noch so ein kleines Stück Bestimmungsschlüssel durchgehen. Und so wird man halt schnell besser und erweitert auch seine, einfach seine botanischen Kenntnisse. Das wären die zwei großen Unterschiede. Und das andere ist natürlich, hier sind, ich muss mal gucken, steht vorne drauf, 1150 Pflanzen drin. Hier sind 1200 Pflanzen drin. Hier sind fast 3000 Pflanzen drin. Ihr seht also schon den Unterschied. Es kann euch nämlich hier auch passieren, dass ihr das durchblättert und dann eine Pflanze findet, wo ihr denkt, okay, die ist dicht genug dran, ich glaube, das ist sie. Und möglicherweise seid ihr sogar bei der Familie und der Gattung richtig. Aber es ist eine Art innerhalb dieser Gattung, die in diesem Buch gar nicht vorkommt, weil ihr vielleicht in so einem, weil die selten ist oder ihr in so einem besonderen Lebensraum seid, dass sie hier einfach nicht mit aufgenommen wurde, weil hier ja nur die häufigsten Arten vorkommen. Und ihr werdet euren Fehler halt nie merken, weil ihr nie die Auswahl hattet, die zwei Arten miteinander zu vergleichen. Darum würde ich immer empfehlen, das für den Einstieg, auch ruhig den BLV aus dem Pflanzenführer aus dem einfachen Grund, weil es da auch Gräser gibt. Was blüht denn da? Gibt es keine Gräser? Und dann müsstest du dir ein extra Gräserbuch besorgen. Auch das ist der einzige Grund, weshalb ich den BLV eigentlich ein bisschen bevorzuge. Wie macht man denn das dann von dem hier, um ein bisschen loszulegen und Lust an Pflanzen zu bestimmen und an Botanik zu bekommen? Wie lande ich denn dann hier in die, zu diesem Rotmaler, der auch, das ist total nett, natürlich zusätzlich, wenn man bald die Pflanze bestimmt hat, auch immer sehr schön viel zum Standort sagt, in welchem Bundesland die vorkommt. Also interessante ökologische Informationen zu dieser Pflanze. Nicht nur die Merkmale. Und ob die Feuchte mag oder viel Licht mag oder viel Stickstoff mag, solche interessanten Informationen. Aber wie komme ich denn von hier nach da, wenn ich das Ding aufschlage und sage, boah, ey, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich kann das nicht, ich finde das nicht, ich sehe die Unterschiede nicht. Da habe ich nämlich eine Empfehlung für euch. Dieses Buch. Der Grundkurs Pflanzenbestimmung von Rita Lüder hat nur 600 der häufigsten Arten in Deutschland. Aber es ist wie mein Rotmaler oder andere botanische Bestimmungsschlüssel nach Familien sortiert. Und du lernst zu jeder Familie, jetzt muss ich mal hinblättern, du lernst zu jeder Familie die wichtigsten Merkmale. Hier zum Beispiel Mohngewächse, du lernst die wichtigsten Merkmale von Mohngewächsen. Sie erklärt dir auch, wie das Blütendiagramm funktioniert. Und du hast einen sehr verkürzten, einfachen Bestimmungsschlüssel, der mit Fotos bebildert ist, wo du dann hier halt auch von 27 Version 1 oder Version 2 sind die, so nach dem Motto, sind die Grundblätter handförmig oder sind die Grundblätter 3 und 5-zählig oder sind die Grundblätter 3-zählig und je nachdem wirst du dann woanders hingeschickt. Wieder dieses Choose Your Own Adventure, aber mit relativ wenigen Arten und einfach erklärt und die Merkmale der Pflanzenfamilie nochmal erklärt und vor allen Dingen auch einen schönen Teil vorne, wo sie spricht darüber, was Fehlerquellen sind, was falsche Freunde sind, also Pflanzen, die vielleicht auf den ersten Blick aussehen, als wären sie ein Hahnenfuß, sind aber kein Hahnenfuß und so weiter und so fort. Also Irrtümer und Fehlerquellen. Das ist einfach ein sehr schönes Beispiel und natürlich spricht sie auch über Blättervariabilität und Blätterformen und so. Also es ist, das Buch alleine reicht nicht aus, weil nur 600 Arten drin sind, aber wenn du den Sprung machen möchtest von diesem Buch hier zu so einem Buch hier, ist das der perfekte Zwischenschritt, würde ich sagen. Und natürlich, das muss ich auch dazu sagen, in meinem Online-Kurs Gewaltes Herbarium spreche ich auch über verschiedene Pflanzenfamilien. Da habe ich zwar keinen Bestimmungsschlüssel, einen botanischen Bestimmungsschlüssel drin, aber ich stelle die 5 häufigsten Pflanzenfamilien vor und die Merkmale und es gibt jeweils einen Exkursionsführer, um dich rauszuschicken, damit du gucken kannst, ob du Motive von dieser Pflanzenfamilie findest, bevor wir dann welche aus dieser Pflanzenfamilie malen. Also, ich würde sagen,
Legt los, egal wo ihr seid bei der botanischen Bestimmung, egal ob ihr hier seid oder nur noch mit eurem Rotmane hinausgeht in die Welt. Meiner hier, der ist jetzt auch schon 14 Jahre alt, ist schon öfter mit mir in den Regen gekommen und Pfefferminztee wurde auch schon auf ihn ausgekippt. Egal wo ihr seid, Hauptsache ihr freut euch an den Wildpflanzen da draußen und ihr lernt was. Und ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Kommt in die Malende Naturforscherin Facebook-Gruppe, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr auch gerne sonst Fragen stellen zu Pflanzen, die ihr habt. Also wenn ihr eine Pflanze habt und die ihr nicht bestimmt kriegt. Ich bin ja in der Facebook-Gruppe und kann die bestimmen. Und viele andere Kräuter, Wildkräuterliebhaber und Botanikliebhaber und Naturmalerinnen sind auch in der Facebook-Gruppe. Von daher, irgendjemand wird die Lösung wissen für deine Pflanze. In diesem Sinne, malt was Schönes. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.